Richtige. Das ist gut. Crystal. Ich sehe so intelligent aus. Das liegt daran, dass ich so intelligent halt bin. Ist das eine Nase bei dem Ding links? Die da so rechts zur Seite rauskrümmt? Jetzt habe ich verpasst, was für ein Pokémon eingesetzt wird wegen dir. Magnetilo, okay. Ne, heute wird kein One Piece Pirate Warriors kommen. Heute ist nur Diamant. Ich stream für gewöhnlich immer nur ein Spiel einen ganzen Tag lang. Also nicht den ganzen Tag lang, aber den ganzen Stream durch. Helix ist auf jeden Fall unser langsamster im Team. Muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Haben wir noch irgendwas? Ne, nur ein Stein. Seven Deadly Sins habe ich auch mittlerweile schon geguckt. Kann ich auch echt nur empfehlen, den Anime. Ziemlich cooler Anime. Ich sehe gar nicht, ich könnte auch einfach hier durch nachher. Ja, könnte ich. Das ist völlig verlaufen. Das ist nur ein Rüpelode Pokémon. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Was schaut sich Svenja da eigentlich an? Das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen. Welchen Herbstanime schaue ich gerade? Eigentlich fast gar nichts. Juri, die dritte Staffel, schaue ich mir an. Und diesen Kurzanime, Komori-san, irgendwas. Und so weiter. Die schaue ich mir aktuell an, aber ansonsten hat mich das meist einfach nicht interessiert und ich habe auch nicht so unendlich viel Zeit, so viel davon zu gucken. Auch nichts weiter. Stein könnte noch irgendwas sein. Und hier in dem Stein. Schauen wir noch bei dem Stein da unten einmal. Ein Nestball. Gut. Wie kommt man ohne Pokémon dorthin? Vielleicht wurde er von seinen Freunden hier mitgenommen oder so. Wer weiß das schon. So. Ich könnte ein Itemradar nutzen, das stimmt. Aber der Itemradar ist in dieser Gen nicht gerade schön. Deswegen. Nein. Sie setzt Nebulak ein. Die ganzen Grafikbugs sind wunderschön. Mach doch keine Notsituation. Das hat schon so ein bisschen weh. Ein Pokémon ständig hoch und runter kraxeln, damit das ganze Team Galaktik auf den Berg kommt. Das arme Pokémon. Ich fand auch den Itemradar aus der 6. Gen super. Miniatom. Ha, gut, dass ich eine Geisterattacke habe gegen dich. Ich wollte gerade sagen, wie das Miniatom schneller ist, aber gut, mit Schattenstoß darf er das. Wenn er noch einen Volltreffer macht. Boff. Kaputt. Hätte sie vielleicht überleben können. Bei den Turm ist er eigentlich schon tot, also von daher. Wie wird Notsituation kalkuliert vom Schaden her? Man bringt den Gegner einfach auf den gleichen KP-Wert, den man selbst hat.
Ende. Ist eigentlich ziemlich simpel. So, hallo Team Galactic. Ja gut, die Sachen aus der dritten Gen waren auch nicht besser, oder bis zur dritten Gen waren auch nicht besser, die Detektoren. Das stimmt. Leider kann ich keine Notsituation. Das wäre auch ziemlich übel. So, surfen will ich einfach mal weg. Notsituation, Schattenstoß einfach. Das ist quasi die neue Art von 4. Weißt du, ich sehe dieses Omod. Ih, mach doch keinen Leitteiler. Du musst das an das Omod aus deiner Suite denken. In der Nuzzle oder im Randomizer könnte Ninjaturm irgendwie mal auf Notsituationen kommen. Das stimmt. Ach, mach doch nicht nochmal Leitteiler. Das tut doch weh. Ninjaturm mit Robustheit, mit Notsituation, mit Wasserdüse und einem Fokusgurt. Yo. Eigentlich braucht er nur Robustheit. Dann macht er einmal seine Notsituation. Kann eh nicht in der Runde draufgehen und macht noch eine Wasserdüse. Oder sonst irgendeine Prior-Attacke. So, packen wir Helix wieder nach hinten. Iron Maiden nach vorne. Man sagt doch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das Gefühl, wenn man Base Stats randomized und ein Hatera mit 1 KP bekommt. Die Frage ist dann, welcher andere Wert dann dafür ins Maximum geschossen ist. Magma. Da hätte ich doch lieber Helix vorne gehabt. Ja gut, wenn ihr Atomgrubus hat, fehlt die Wunderwache. Ich glaube, ich möchte nicht gegen Magma drin bleiben. Ich lasse das mal Graziella erledigen. Naja, wie gesagt, die Base-Stats werden zwar nur vertaut. Was bist du da? Fach dein Wirbelwind. Klingensturm. Die Base-Werte werden zwar nur vertauscht, aber kann ja trotzdem passieren, dass man eine verdammt niedrigen KP-Base hat und dafür einfach woanders ziemlich viel hoch. Ein KP und Verteidigung auf Max. Ja gut, das bringt aber auch nichts mehr. Fun Fact, ich habe früher, ich weiß auch nicht warum, geglaubt, dass Klingensturm irgendwie eine Chance auf einen Instant-K.O. hat. Aber ich glaube, die Attacke kann einfach nur zurückschrecken lassen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie dachte, das Ding hat ein Instant-K.O. noch mit drin. Vielleicht wurde ich wohl, weil ich von Klingen schon als Kind immer öfters mal direkt besiegt wurde und dachte mir, oh nein, die Attacke macht kaputt. Klein Jan hat Angst vor Klingensturm. Da. Ich finde es aber interessant, dass viele Trainer sehr oft einfach nur einen Pokémon-Typ durchgehend haben. Das ist nicht Exitus. Ja gut, das stimmt, aber trotzdem. Glumanda-Sprite ist seltsam. Glumanda sieht sehr glücklich aus. Ach, es hat eine hohe Volltrefferchance. Ja gut.
Und es lohnt sich halt wirklich nicht, nee. Allgemein, die meisten Aufladeattacken lohnen sich einfach nicht. Heilen wir nochmal kurz. Okay. Ich den Doppelkampf sogar machen muss. So, du hast noch H2O-Absorber. Und du hast den Surfer. Einfach aus Prinzip. Das mit Porenta und so Dodo habe ich aber auch früher gedacht. Weil es war halt auch ein Vogel und der hat dann direkt... war direkt halt vor Dodo. So, Galactica Maloris haben Sejong und Schnepke. Da bringt mir der Surfer auch nicht viel. Aber der Donner bringt mir da was. Du machst das und du machst das. Und Liebeskuss zum Molida, das habe ich auch gedacht anfangs, aber leider war es nicht so. Ja gut, Geokontrolle von Xerneas, also ist wirklich eine Attacke, wo sich das wirklich lohnt. Mit dem Energiekraut, glaube ich, heißt das. Genau, Porent hat einen Kopf, Dodo 2, Dosi 3. Denkt man auch, ja, die passen alle zusammen. So, Kusilla. Sind beide so ein bisschen auf Eis-Pokémon. Und Bottogale. Schnippgesicht. Da sagt, ich fress dich. So, dann machst du einen Feuerfeger dahin und nochmal einen Donner dahin. Es gab ein Sticker-Album, wo als Fehler drin stand, dass Kiki sich zu Mashok entwickelt. Auch nicht schlecht. Eissturm. Sollte ja nicht viel Schaden machen. Bremter rammt sich bei der Entwicklung die Sellerie-Stange in den Hals und daraus wird ein weiterer Kopf. Ja. Nein. Lieber nicht. Ich habe sogar ein Competitive Botogel. So ein kleiner Fun-Fact. Mit Übereifer und Aeroas. Ist ja quasi dauerhaft dann ein geboosteter Aeroas auf dem Ding. Ist eigentlich gar nicht so doof. Die Sache ist, er kann sonst nichts Gutes. Die Weiterentwicklung von Porenta, weiß nicht, hat er zwei Lauchstangen und wird so ein bisschen aggro oder so. So, wir lassen dich jetzt durch, dann können sich unsere Bosse dich fertig machen. Heilen. Habe ich noch ein bisschen Saft? Nein. Ich habe nur Supertränke. Okay. Okay. Ich glaube, Helix kann mit dem bisschen, was er da verloren hat, noch leben. So. Jetzt wird alles enden. Und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mythische Pokémon, Meister der Zeit. Ich warte jetzt auf irgendeinen komischen Ruf. Yo, Dialga. Dialga setzt Regenbogen ein. Die Vernichtung alles Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben.
Fühlt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Sieht aus wie ein riesiger Grafikfehler. Teenage Mutant Ninja Porenta mit 2 Lauchstangen oder Piratenjäger Porenta mit 1 Auge und 3 Lauchstangen? Das ist das mythische Pokémon, das Sinnoh erschaffen hat. Mir tut davon die Stimme weh. Dialga, der Meister der Zeit. War das ein Dialga-Ruf? Gugioguba! Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Okay. Jetzt gibt's keinen Kommen mehr. In mir hängt die Musik so ein bisschen. Ich würde aber sagen, Gugioguba, die Algaruf, ja. Wir machen noch mal kurz ein bisschen Werbung und danach verprügeln wir die beiden dort. Und die Alga und alles andere. Von daher, bis gleich.
Kann man das überhaupt noch Musik nennen, was es hier gerade ist? Das klingt echt, als wäre da irgendwie ein Track hängen geblieben. Ich glaube, ich probiere es aber auch trotzdem mit Helix und Graziella. Haben wir zufällig eine Sinelbeere? Ich habe so ziemlich jede Beere, die es gibt, habe ich wenigstens eine Sinelbeere. Da kam was rein. Moment, ich gucke sofort. Ja, ich habe eine Sinelbeere. Ich habe sogar Persim und Citrobeeren. Ich habe sogar eine Jona. Ich glaube, ich benutze sogar eben die Jonagobeere auf die Urteilskraft. Unsichtbare Trommeln. So, und die Sinelbeere dahin. Die Trommeln. So, schauen wir mal. Wir haben eine Spende bekommen von dem Verschlimmelreiter Clash of the Speersäule. Cyrus Last Stand. Typisch japanische Anime-Folgen halt. Ja, das klingt wirklich wie so ein typischer japanischer Anime-Titel. Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Reiter. Oder Schimmel. Oder Schlimmel. Wie immer du dich nennen möchtest. Danke dafür. Na gut. Bevor es zum Clash kommt, kommt erstmal hier zu. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, dieses Mal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Augenblick mal! Ach nee, der muss ja auch noch mitmachen. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Hm, ist nicht der Kleine, der noch am See der Stärke weinend weggerannt ist? Der inzwischen stärker geworden, wir schlagen euch 2 gegen 2. Irgendwie habe ich Angst, wenn ich ihn als Partner dabei habe. Ich hoffe, das kann man mir nicht verübeln. Ninja-Turm und Nebulak. Boah, habe ich auf Graziella irgendwas gegen Ninja-Turm? Er setzt Georok ein. Georok denkt nur das Auge von Graziella verdeckt. Ja, ich habe sogar wirklich was gegen Ninja-Turm. Georok setzt Ausdauer. Moment, Moment. Georok war in diesem Kampf das schnellste Pup. Wobei, Ausdauer wird drauf eher als erster an, ne? Okay, ich wollte schon sagen. Ich war kurz etwas verwundert. Ich habe einen Whisper bekommen. Moment. Habe ich da gerade wohl nicht hingeguckt. Nee. Whispern wird auch ein bisschen anders hervorgehoben, ne? Ich habe Whispern aus. Kann man das ausmachen? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich habe zumindest keinen Whispern gesehen jetzt in der letzten Zeit, so seit der Werbung ungefähr. Nebulak setzt Metronom ein. Nebulak setzt Drachenklaue ein. Graziella tritt erstmal einfach alles weg. Oh, wie er ganz knapp überlebt hat. Wie? Psi-Strahl doch nicht, mich nicht. Aber noch ein Volltreffer. Und verwirrt mich. Nein. Oh, ich wusste, dass man das ausmachen kann. Ach komm, ich habe eine Top-Genesung. Benutzen wir die für Graziella. Während die Runde läuft. Ich kann eben mal gucken, ob ich das so Whispern wieder anschalten kann. Oh, Georg mal wieder nur Ausdauer. Disable Whispers. Nee, ist off. Das kann vielleicht sein. Ich mach's dann gleich eben mal an. Habe ich irgendwas, was alle treffen kann? Nein. Dann trete ich Mutterpel wieder ins Gesicht. Während die Runde läuft. Dann eigentlich ja schon, aber ich habe keine Ahnung, warum nicht. So, Sicherheit hast du gesagt, ne? Habe ich sogar wirklich an. So. Speichert. Dann, jetzt nochmal.
kriegt Georg. Ach, ist ja nur von Chris. Hast du mir eine geschickt? Ach, guck mal. Der kann sie nur beim Rausgepoppten nicht zeigen. Hier kann ich sie sehen. Aber ich guck gerade durch. Ja, jetzt sehe ich die auch. Jetzt könnt ihr mich anwesen. Dafür muss ich halt immer das andere Fenster aufmachen und den einen, den ich da gemacht habe, also den ich immer raushole da für den Stream, da sehe ich sie nicht. Von daher, jetzt, Kevitsch, kannst du sie mir auch schicken. Ich habe nebenbei gar nicht geguckt, was habe ich denn gerade abbekommen hier von dem Ninjas. Pulverschnee. Ah, okay. Von daher, wenn ihr mir irgendwas gewispert habt, dann schreibt es mir am besten direkt danach oder so. Weil sonst bemerke ich es nicht. Oh, wir haben schon wieder ganz knapp überlebt. Oh, Graziella. Lass doch nicht alle so ganz knapp am Leben. Flammenwurf. Yo. Flammenwurf Ninjask. New Meta. Ich muss sagen, Kevitsch, die Dinger sehen ziemlich krass aus. Wenn du auch mal rüber gucken möchtest, ich hätte mir da so ein Bild geschickt. Moment. So. Neid. Ja, Neid. So, wir haben schon mal einen besiegt. Hauen wir jetzt das Nebulak mal um. Also ich glaube, solche würde ich mir auch vielleicht irgendwann mal holen. Wie die einfach alle Graziella verdecken. Aber Graziella schlägt sich echt verdammt gut. Die eine hat die mit den Käfer-Pokémon einfach komplett weggehauen und... Mal gucken, wie es jetzt hier noch läuft. Und Mogulab schreckt einfach ständig zu. Oh, ein Gengar. Oh. Auf dem Level auch noch. Jetzt Armstoß. Oh, gut, gegen Muggelbaum. Das ist eine physische Attacke. Graziella ist halt zu schön für diese Welt. Es ist wieder eine physische Attacke, deswegen kann man die vielleicht noch halbwegs gut überleben. Graziella ist heute echt in ich töte nicht Laune, ne? Das ist jetzt schon, keine Ahnung, das wie vielte Mal in diesem Stream, dass Graziella ihren Gegner nicht besiegt hat? Na gut, aber während das Ding verwirrt ist, heile ich mich eben mal fix. Hau dir einfach selbst eine rein, Gengar. Damit tust du uns allen einen Gefallen. Schade. Jetzt machst du Armschuss auf mich. Das tut ein bisschen weh. Er würde nicht gerne von einem Baum geküsst werden. Das ist quasi dann Baumliebhaber umgekehrt. Natürlich triffst du mich 5 Mal, ne? So, Mogelbaum. Ich würde jetzt gerne wissen, hat Chris in diesem Kampf überhaupt irgendetwas Sinnvolles getan? Sowas wie Schaden. Weil ich es bisher gesehen habe, war Ausdauer, Meditation, Begrenzer und Bitterkuss. Was kann der eigentlich? Das ist voll die Nudel. Graziella versucht, Staffette zu lernen. Nein. Graziella hat einen besseren Weg gefunden. Sie will nicht mehr töten. Und Frostettchen zum Schluss.
Ich sehe schon kommen, das besiege ich auch nicht one-hit. Na gut, die eine hatte Käfer, die andere hatte Geister. Lehmschuss. Immerhin etwas. Chris ist dazu da, um alle meine Attacken abzufangen. Weil er irgendwie gefühlt immer angegriffen wird von allem. Ich habe einen Angriff abbekommen. Natürlich geht's daneben. Potrott hat er auch noch. Chris Ghost Gesteinstrainer. Sturzflug! Yo! Brave Bird frustet hier. Es hat sogar viel Schaden gemacht dank des Volltreffers. Och, Gaziala. Triff doch mal. Yo, und dann kommt er mit Potrott und Lavasturm. Das Problem ist nur, Potrott hat keinen Angriff, um Lavasturm effektiv einzusetzen. Wenigstens kriegst du ja keinen Käfersammler. Ne, hier ist ein Gesteinssammler. Dann. Wobei, komm. Das wechseln wir einfach auf. Lord Helix. Ach, das Frostet ja doch noch auswegslos. Okay, dann heile ich doch. Vom Käfersammler zum Wanderer. Brave Bird. Mach das nicht auf mich. Und nochmal Lavasturm. Das Heat. Lavasturm war die Spezialattacke von Heatran, glaube ich. So quasi ein Heatran-Potrott. Ach komm, ich heile mich einfach nochmal. Hab keinen Bock auf noch einen Sturzflug-Volltreffer. Nur noch Brave Blood machen. Nur noch auf mich. Heatrot. Na komm, Potrot. Achso, ne, er hat sich selbst umgebracht wegen Brave Bird. Ja, auch wieder war. Pot dran. Chris, du mein erfolgreich versagt. Die Autobiografie einer Nudel. Ach ja. Hey, meine Pokémon sind zäh, stimmt's? Du hast immerhin Attacken abgefangen. Immerhin etwas hast du gemacht. Ich bin sogar noch zäher. Aber ich fürchte, das war's für uns. Es gibt kein Zurück mehr. Jan, ich helfe dir. Alle geheilt. Hey Jan, es ist soweit. Es liegt in deiner Hand. Tschüss. The Universe. Oh, die Alga. Das ist fantastisch. Überwältigend. Die Erschaffung einer neuen Galaxie. Meine neue Welt. Was? Pii! 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 Ich finde, Turbos ist immer so ein bisschen männlicher als die anderen beiden. Deswegen. Ist das da hinten eigentlich der Adamant-Orb hinter die Alga? Die rote Kette. Sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Wieso erscheint Vesprit, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal, ist alles zu spät. Meine Galaxie ist zerstört. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Vorher werde ich dich zerschmettern. Okay. Gegen Cyrus. Meister mal los. Galaktik-Boss Kimberly wieder mal. Setzt Relikant ein. 45, eieiei. Aber Graziella ist auch auf 45, von daher. Graziella darf wieder ein bisschen rumsaugen. Das Seetro ist wirklich super. Vor allem ihr Battle-Theme ist super. Ja, reicht das? Was frage ich überhaupt noch? Ihh, kotz mich doch nicht an. Muss ich Graziella gleich auswechseln, wahrscheinlich.
Oder ich saug rum wie ein Weltmeister. Wow. Wow, Cyrus. Ein Supertrank. Als Boss eines des Teams. Ein Supertrank. Hat das Geld für den Hypertrank oder einen Top-Genesung nicht mehr gereicht, oder wie? Ah. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Sumpex. Yo. Ich glaube, da bleibe ich noch drin. Aber Sumpex ist wirklich seltsam. Aber es scheint, als hätte er ein Wasserteam. Die Sache ist, wenn ich Relikant schon nicht kaputt bekomme, werde ich Sumpex wahrscheinlich auch nicht kaputt bekommen. Nein. Sei froh, dass er nicht mit Trank ankam. Alter Sumpex, nein! Sowas ist uncool. Ich wollte gerade Geofissur machen. Nein! Weißt du, vor allem habe ich gerade gesehen, wo Graziella da raussaugt bei Sumpex. Lassen wir das mal. Nicht nur, dass er Supertränke benutzt, er benutzt auch noch Geofissur. Das ist schon ziemlich lame, der olle Kimberly. Cyrus setzt Sinelbeere ein. Das wäre auch ein bisschen traurig. Was heißt hier schade? Dovis. So, Helix. Ich hau mal ein paar Donner raus. Sag doch, Graziella saugt gut. Ja. Unser Wasserboss. Also ich glaube, irgendwie hat sich mit Team Aqua... Er wollte, glaube ich, eigentlich zu Team Aqua gehen. Aber Team Aqua wollte ihn nicht nehmen. Deswegen hat er Team Galactic gegründet. Das würde diese Masse an Wasser-Pokémon erklären. Body Slam. Hier, friss meinen Donner. Reicht's wenigstens für die Hälfte? Ja. Ja, doch, ganz gut. Dann noch einen Donner. Gut, tschüss Helix. Abgangsbund. Ja, und da der Donner eigentlich immer trifft bei Helix, ist Helix gerade gestorben. Es war ein Zeichen. Er hat es ja schon einmal überlebt mit dem Abgangsbund und jetzt hat er es wieder abbekommen. Wieder durch den Donner. Oh. So ist doch scheiße. Durch Abgangsbund dann drauf zu gehen. Ach komm, Graziella. Ich habe Helix getötet. Er kam mit deinem Abgangsbund an. Und dann noch ein Gastrodon. Die ganzen ekligen Wasser-Pokémon, ne? Die gegen Elektro-Tank noch immun sind. Das mit Sumpex und Gastrodon. Oh, Cyrus. Du kommst echt mit den blödesten Attacken an, ne? Lady Helix, damals in unserer Schwarz-Nuzlocke, ist, glaube ich, an der Laubklinge gestorben und hier jetzt an der Geofissur. Also ein Helix ist echt kein gutes Pokémon, um... Ja, das Facettenauge Donner war ziemlich cool, auch noch mit dem Item, wodurch echt einen 100%igen Treffer hatte auf Donner. Und dann ist ihm der 100%ige Donner leider zum Verhängnis geworden. Schade. Och Mann, ey. So einen coolen Helix hatten wir. Ich kann das akzeptieren. Die in der Mythologie erwähnte Kraft. Ich habe sie nur gesteuert. Ich habe sie mir zu eigen gemacht. Nicht nur gesteuert.
Was ist für dich das Ultimative? Was bedeutet für dich Perfektion? Das Wichtigste, das, was am hellsten strahlt, ist nutzlos, dich zu fragen. Aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich eine Gottheit sein. Das Ultimative wird mein sein. Und jetzt zum Center. Kriegen Sie das wieder hin? Dialga, Meister der Zeit. Niemand weiß, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, dass Dialga auf dich wartet, Jan. Es will dich zu einer Prüfung herausfordern. Geh schon, Jan. Stelle dich Dialga. Lausche seinem Herzen. Begreife seine Gedanken. Dialga ist außer Kontrolle, weil die rote Kette es beherrscht und ihm Leid zufügte. Dialga hat die Hoffnung, dass du es aufhalten kannst. Jan, neulich bin ich Chris begegnet. Er sagte, dass er dich an dich glaubt, Jan. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du, Jan. Auch ich glaube an dich, Jan. Bitte hilf diesem Pokémon, Jan. Es leidet unter dem, was Team Galactic ihm angetan hat, Jan. Jan? Habe ich Jan gehört? Der Name ist ziemlich oft in diesem Gespräch. Sie hat ihn zweimal genannt, also habe ich es ein bisschen fortgeführt. So. Gugiugaba! Bist du jetzt wirklich ein Dialga oder nicht? Sogar wirklich ein Dialga. Nee. Boah, Randomizer, was kannst du eigentlich? Aber was soll's, Dialga ist cool. Aber das Battle Team ist auch schön. Genießen wir das Battle Team ein kleines bisschen. Ich hoffe, Jan gesagt hat, sind wir hier Mystery Dungeon 2? Was war für Sarah? Steht da nur ein Stuhl im Hintergrund. Steht wirklich ein Stuhl. So, Meisterball. Einfach weil. Saumselig die Alga, ja bitte nicht. Je nachdem, was es hat, nehme ich es, würde ich sogar vielleicht ins Team nehmen. Besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit. Ich würde sagen, den Spitznamen denken wir uns nachher aus, wenn wir erstmal sehen, was das Ding so drauf hat. Weißt du nochmal, wo der Namensbewerter war hier? Stimmt, den Ewigen, genau, der Opa. Mentalkraft Dialga. Schnarchnasen Dialga. Ich bin gespannt. Jan, ich weiß nicht wie. Du warst hervorragend. Wirklich absolut unglaublich. Stell dir das sehr interessant vor, ne? Die denken sich, oh Gott, was wird er jetzt machen? Und ich gehe da einfach hin, guck mir das Ding so ein bisschen an. Gefangen. Oh mein Gott, Jan, du warst unglaublich. Wie hast du das nur geschafft? So. Ja. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, aber so aufgeregt war ich noch nie. Seit dem letzten Mal hatte Professor viel geforscht. Er hat sich Sorgen um dich gemacht, Jan, und kam extra deinetwegen an so einen gefährlichen Ort. Ja, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Aber mein Adamant-Orb! Jetzt darf ich den ganzen Weg doch mal hierhin laufen. Jemand hat das Recht, die Zukunft von jemand anderem oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Darf ich? Doch, ich darf dahin nochmal hinlaufen. Oh, sehr gut. Ich darf mir den Adamant-Orb sogar doch noch holen. Ich habe vergessen, wir spielen ja einen Randomizer. Willst du wissen, was ich gerade bekommen habe? Ein Blütenbrief. Oh. Einen Moment. Den gebe ich gleich Dialga. Vielleicht habe ich zufällig einen Adamant-Orb in der Tasche. Ich habe einen Heiß-Orb. Erstmal ein bisschen Klapper und Salt. Nein, ich habe keinen Adamant-Orb dabei. Was macht der Adamant-Orb überhaupt nochmal? Du weißt es also auch nicht. Gut. Wie, ich werde nicht einfach raus teleportiert. Ach, aber die können sich wegporten. Moment, kann ich von hier oben aus fliegen? Felix, nein. Wieso musste das passieren? Hier nicht einsetzbar. Na gut.
glaube, der erhöht Angriff? Oder verstärkt die Stahl- und Drachenattacken von Dialga um 50, um 33% sogar nur. Immerhin etwas. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ging ich fest davon aus, ich würde dann einen Adamant-Orb bekommen. Und dann hat mich das Spiel dran erinnert. Nein, du spielst einen Randomizer. No Adamantino Orbo for Juno. Jetzt will ich aber gucken, was da hinten in der Höhle ist. Wenn ich jetzt schon noch hier bin. Wenn ich überhaupt ein Fluchtseil habe. Ich erwarte nicht, dass ich irgendwo ein Fluchtseil in der Tasche habe, von daher. Gehen wir einfach zu Fuß. Ach, da draußen kann man aber fliegen. Okay, dann werde ich da gleich Fliegen einsetzen. Pokémon, wie gesagt, auch noch um 20%. So, was ist da drin? Kraterberg. Und TM42 Raserei. Und Schutz wirkt nicht mehr. Wo bin ich hier gelandet? Das ist auf jeden Fall ein Ausgang. Und noch mehr Items. Ich habe gerade die TM41 Weißnebel bekommen. Und Trainer gefunden, glaube ich. Ach, das ist das bei Ewi genau. Ah, da bin ich jetzt. Kann ich hier nochmal zurück? Nicht, dass ich jetzt nie wieder hier lang gehen kann. Wobei, warum denn auch? Rechts wäre dann auch nur Elysis gewesen. Ja gut, dann muss ich da auch nicht mehr weiter lang. Kann ich da unten? Da unten könnte ich noch hin. Da war ich noch nicht an dem Item. Muss ich eigentlich nochmal zum Professor gehen? Bevor ich nach Sonneweg weiter darf? Du willst sogar noch kämpfen. Ja gut. Ja gut, ich hatte wahrscheinlich damals noch keinen Zertrümmerer, als ich hier war. Ja, ich hatte damals keinen Zertrümmerer, als ich hier hätte hingehen können.